Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von der 20. Folge von Bausimulator im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, wir sind immer noch hier am Straßenbauen und mittlerweile haben wir diesen blöden ganzen Kies hier verteilt. Ich glaube, wir haben aufgehört zu zählen, wie viele Lieferungen das waren. Ja, wir haben vor einer Dreiviertelstunde haben wir aufgehört aufzunehmen vom ersten Teil. Oh Gott, ey, meine Stimme. Mein Gehirn, nee, Stimme, ach, egal. Es ist spät. Nein, alles. Wir werden es auch gleich, sobald wir das hier durch sind, werden wir sozusagen gleich die Aufnahme wieder beenden. Und dann nehmen wir das bei einem anderen Spiel weiter auf. Ja. Also nicht wundern, wenn wir dann gleich dann irgendwas Zusammenhangsloses quatschen. Was gar nichts mehr damit zu tun hat, was ich jetzt gerade rede. Gut, jetzt rede ich auch nicht wirklich was. Ich rede einfach nur Stuss, was mir gerade so einfällt. Und ich versuche noch irgendwelche Häufchen zu finden, die ich verteilen kann. Ach komm, 2%. Jetzt habe ich die Aufnahme angemacht und dachte mir, okay, geht jetzt dann schnell so, ne? Jetzt dauert das noch. 99! Ja! Es wird schon wieder dunkel. Lass die Aufnahme einfach laufen. Ja, okay, Cut und dann sind wir gleich fertig. Hab ich mal gesehen. Wir sind fertig! Ja! Juhu! Endlich. Hat ja nur 3 Jahre gedauert. Nee, 1 Stunde. Aber ja. Ja, gefühlt waren es 3 Jahre. Oh Gott, ich muss. Oh, mein Hals. Sperren Sie sich weg? Ey. Lass weg. Achso, ich muss ja gar nichts mehr verteilen. Stimmt ja. Wir sind fertig. Sie können weg. Kusch. Aus. Ende. Tschüss. 100.000. So, jetzt gibt's Walzenspaß. 500.000 bekommen. Oh Gott, das wird müde. Das alles müssen wir noch verdichten. Ja. Wir gehen schlafen. Für euch gibt's einen Cut. Ja, wir sind da wieder. Und wie ihr seht, sind wir hier auch schon. Wir haben die Walzen schon ausgepackt und sind wieder fleißig am Arbeiten hier. Wir haben es jetzt genau 1 Woche später und ja, jetzt geht's halt weiter hier an der Straßenbaustelle. Also wenn wir jetzt hier so ein bisschen lost sind gerade, das liegt daran, dass wir lost sind. Und ja, ansonsten... Ja, das ist jetzt für euch ist nur gerade ein kleiner Cut gewesen, für uns ist jetzt eine Woche vorbeigegangen. Also ich würde schon sagen, das ist ein großer Cut gewesen, so mit Texteinblendung, das ist schon nicht nur ja, kleiner Cut, gewesen. Aber der Cut hat doch keine Woche gedauert. Nee. Aber ich glaube, ihr habt schon gemerkt hier am Anfang der Folge, das war halt irgendwie um 10 oder so abends. Das ist noch nicht so spät, aber Schule ist es spät genug. Ja, ich würde sagen, wenn man den Tag darauf noch früh aufstehen muss und in die Schule muss, dann war das doch ein bisschen spät. Warte mal hier, Markierung weg. Zack. Ah ja, genau, ich habe auch schon... Mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass hier unsere Straße nicht mal ganz gerade ist, sondern so eine kleine Kurve drin hat. Deswegen habe mich in der letzten Folge die ganze Zeit so gewundert, warum ich die ganze Zeit gegenlenken musste. Weil ich dachte, ich schaffe es einfach nicht gerade zu bleiben, aber nee, die Straße hat einfach eine leichte Kurve, deswegen. Du sag mal, was ich mich auch gerade frage, warum haben wir schon 27%? Ja, das Weizen geht irgendwie übelst schnell vorbei. Nicht wie das den planieren. Ja, oder das andere. Na, weil das Planieren, das ging ja gar nicht fertig. Naja, das ging ja dann mit dem, als wir das Vereinfachte eingeschaltet haben. Aber Walzen scheint zu gehen. Ja, okay. Finde ich gut. Sitzen wir keine halbe Stunde an einer Aufgabe. Wir müssen das ganze Ding auch noch ternen, ne? Ja, gut. Aber dann sind wir eigentlich schon wieder durch. Und da kann man mal mehr als eine Bahn mit den ausgefahrenen Dingern fahren. Das sollte eigentlich gehen. Also, beim Ternen machst du ja auch nicht irgendwie. Hier bei einer vierspurigen Straße? Jo. Witzig, haben wir bei der Autobahnbrücke damals überhaupt? Nee, da haben wir aber nur eine Seite gemacht, deshalb. Ah. Okay. Was machst du da? Hast du gerade gesehen, was passiert ist? Ja, ich hab's gesehen. Ich schaue auch dir zu. Wie von mir aus. Ja, okay, ist nichts passiert. Mir geht's gut.
Aber guck mal, da muss ich das ja gar nicht so ordentlich machen. Fahre ich jetzt ja einfach rückwärts und. Da kann man sich hier regelrecht fast schon hier so kleine Ausnahmen irgendwie leisten. Ja, so Innenperspektive fahren hier. Oh, der feine Herr fährt Innenperspektive. No. Ganz realistisch. Aber nicht gut. Wir haben jetzt noch 3 Folgen, glaube ich, nach der hier, ne? Ja, genau. Dann. Let's Play liked sich langsam im Ende. Naja. Und dann noch die Abschlusskampagne. Und die machen wir dann aber in einem großen Abschluss-Livestream. Dazu gibt es auch nochmal mehr Infos in einem News und Neues. News und Neues, ne? Das dürfte aber noch nicht raus sein, wenn die Folge rauskommt. Ich glaube, das dauert noch ein paar Tage, ehe das rauskommt, aber es kommt demnächst. Und wenn Tobi dran denkt, dann wird er das News und Neues auch verlinken oben auf der Infokarte. Wenn ich kann sie nicht verlinken, wenn das noch nicht raus ist. Wenn es dann raus ist. Daran denke ich, glaube ich, nicht mehr. Also, das ist eigentlich, wenn er dran denkt. Ansonsten einfach nach News und Neues suchen, ne? Dann solltet ihr das bestimmt finden, ne? Was hast du hier für Schlenker? Wenn ich deine Bahn so ansehe, dann sind die alle andere als gerade. Ja, ach Mann. Und ich lass dafür solche Streifen tun. Du mal so, ich mal so. Ich habe halt einmal vergessen, so ein bisschen die Bahn zu wechseln und irgendwie wurde dieser Schlenker dann immer größer. Ich merke schon. Professionalität, ja. Obwohl 94%, das kommt sogar schaffen, ohne die ganzen kleinen teiligen Spieler. Stimmt, das ist noch eine Bahn hier dazwischen, ne? Was auf dem nehme ich hier erstmal noch so den eine Streifen Halbbahn mit. Ist mehr oder weniger eher. Ich habe ja auch noch ein Stückchen was hinter mir, wo ich verdichten kann. Boah, wir schaffen es vielleicht sogar ohne Flickenteppich. Arbeit. Wobei diese Flickenteppicharbeit ja auch eigentlich gerade Bahn sind. Halt immer die zwischen den Bahnen letztlich. Mhm. Nur, dass die kaum Prozente bringen. Ja, und stell dir mal vor, wir hätten das auf Mittel gemacht, dann wäre es schon seit der Hälfte fertig oder so. Ja, okay. Dann wären wir schon fertig, das ist richtig. Ja, komm, das. Kommt dir mal entgegen. Ja. Wie so zwei Reiter aus dem Mittelalter mit Lanzen. Richtig. Nur halt mit Walzen. Du fühlst, dass niemand dem anderen die Lanze brechen wird. Du. Mit 7 km/h, ey. Ah! Okay, das war viel zu spät. Fahr mal rückwärts. Moment. Wir sind jetzt ein Doppelwalzen gespannt, nennt man das. Wieso fährst du rückwärts schneller als ich vorwärts? Weil ich Verdichten aus habe. Das ist ein guter Punkt. Wir sind aber 100%, der muss ja nicht mehr verdichten. Ja, man kann ja trotzdem ein bisschen ordentlich hier machen. Aber ja, ich würde sagen, wir haben hier unsere Künste wirklich gut eingesetzt und haben das. Wie viele Schwarzdecken fertig haben wir eigentlich? Einen, glaube ich. Es kann auch sein, dass wir 2 haben, aber ich glaube, wir hatten den nur gemietet. Wenn wir nur einen haben, dann haben wir demnächst gleich mal 2. Ich würde den 2. Ich glaube, das mit einem Schwarzdecken fertiger zu machen? Uff. Ja. Aber weißt du, was ich besser gemacht habe als du? Ich habe den Rand hier. Den habe ich besser. Nee, wir haben sogar 2 Schwarzdeckenfertiger. Ach, na dann. Alles, ja, alles. Spielerlevel, jetzt habe ich einen Fertigkeitspunkt. Ja, oder wir machen es wieder so: einer macht Schwarzdeckenfertiger, einer verdichtet. Ich hätte schon einen Schwarzdeckenfertiger geholt. Okay, dann hole ich mir jetzt eine Walze. Und auf der Hälfte wechseln wir. Okay. Hat jeder mal alles gesehen, ne? Ja. So und vor allem so die Zuschauer haben dann mal beides. So, was ist denn das jetzt?
Warum sind ja jetzt Absperrzäune? Auf welcher Seite soll ich denn jetzt ja asphaltieren? Ja, eingezäunt oder ausgezäunt? Warte, was? Wie jetzt? Sollen wir wieder nur die Hälfte machen oder so? Nee, ja, nee, schon die rechte Seite, klar. Ja. Weil die eingezäunte, die kriege ich ein bisschen schlecht hin. Ja. So. Du stehst zu weit weg vom Rand, da. Ja. Hilfe, ich häng schon wieder fest. Was ist das denn hier? Na, hör mal. Komm ich gar nicht rückwärts fahren, weil dieser Berg von Asphalt ist. Fahr die Bohlen ein. Okay, weißt du, ich fühle mich hier so ein bisschen verarscht. Ich hole mir jetzt auch hier eine. Uns tauschen wir einfach, komm. Ja, oder wir tauschen einfach direkt, ja. Das bei mir ist einfach nur eine Katastrophe. Warte mal, ich mach davon ein Bild. So, let's go. Ah, okay, schön. Ich rolle ohne, dass ich fahren will. Also, ich rolle hier einfach den Berg runter. Und ja, ich fahre, das lenkt wirklich ein in die Richtung Kante hier, ne? Also. Na, sag ich ja. Sass. Vor allem hört er jetzt wieder auf zu asphaltieren. Ja, der hört dann auch oft das Verzögerung in den Kanton. Ja, wahrscheinlich, wenn man hier rückwärts fährt, dann. Aber wisst ihr was? Ich glaube, da mache ich mal einen Zeitraffer draus und dann wird die Folge auch nicht so lang. Richtig. Ja. Würde ich immer eine XXL-Folge geben, ne? Ja. Und wenn ich mir jetzt Musik anmache während des Zeitraffers, dann sollte die trotz dessen nicht zu hören sein. Das kannst du. Aber wenn sie trotzdem zu hören ist, dann ist auch nicht schlimm. Dann haben wir nichts verloren. Genau.
auch immer relativ inakkurat sogar unterwegs. Ja, es geht aber. Also ich muss sagen, wir haben uns sehr verbessert zu unseren ersten Aufträgen. Ja. Und diese Erdbauwalze, die steht immer noch im Weg. Okay, ich nehme trotzdem mit der Verbesserung wieder zurück. Es ist noch kein Meister von mir gefallen, ne? Ja, so. Deswegen üben, dann klappt es schon irgendwann. Auch das Einparken. Das habe ich noch gut hinbekommen, oder? Und ich bin nicht gegengebumst. Naja. Haben wir's. Find ich gut. Einmal auf zur Bürgermeisterin. Das. Ach, warte mal. Nee. Ich wollte die ja manuell. Warte mal, den können wir mal zurückgeben. Manuell reparieren, damit die. Damit wir die Punkte bekommen. Für die Ausbaustufe. Na gut, reden wir mit der Bürgermeisterin. Endlich ist in der Flussschleife wieder Ruhe eingekehrt. Dieser Ort war immer schon friedlich und deshalb auch bei Feriengästen sehr beliebt. Ich hoffe, du fühlst dich ebenfalls wohl in dieser Stadt, denn wir wissen deine Arbeit hier wirklich zu schätzen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr erleichtert, dass noch jemand da ist, der versucht, etwas aufzubauen und das Richtige zu tun. Wir sind gewissermaßen Gleichgesinnte. Und das ist doch etwas Gutes. Ich bin zuversichtlich, dass wir dank deiner Unterstützung diese Stadt in eine erfolgreiche Zukunft führen werden. Ja. Naja, also mit dem, dass wir auch hier Gute sind, weiß ich jetzt nicht, weil wir kriegen den Auftrag, wir kriegen Geld, also machen wir den Job. Du hast ein Ziel für die aktuelle Ausbaustufe erfüllt. Ey, wir haben wieder was für die Ausbaustufe getan. Das ist unter Ausbaustufen hier. Genau. Du kannst nämlich, ein weiterer Polier wurde in deinem Unternehmen angestellt. Du kannst ab sofort 3 Aufträge annehmen. Den haben wir bekommen, weil wir eine weitere Kampagne abgeschlossen haben. Das war der letzte Auftrag von der Bürgermeisterin. Und jetzt muss ich wieder nur. Ich bin auch lang gefahren, tatsächlich über die Straße. Ganz oft tanken gehen. Mit den Fahrzeugen hier am besten. Damit wir auch noch die letzte Voraussetzung hier bekommen. Für die Ausbaustufe. Weil dann haben wir nämlich auch die größte Ausbaustufe passend zum großen Kampagnenauftrag dann sozusagen. Aber nee, wir nehmen besser die. Wir haben ja noch eine Werkstatt und eine Tankstelle auf dem Hof, das ist billiger. Wir die Spaßfüchse, ne? Also, wir haben ja dieses Zeug auch gekauft. So. Da können wir es auch nutzen. So ungefähr. Aber gut, ich würde sagen, das mache ich mal eben offscreen. Und ja, wir verabschieden uns. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Woche. Mittwoch, ne? Bis zum nächsten. Blablabla. Ja, egal. Ciao. Tschüss. Blablabla.